Als die Treuhand hier das Urteil sanierungswürdig sprach, tobte in den 130 Jahre alten Mauern der Kampf ums Überleben. Wollte es König Zufall, dass dabei im ersten Graben bei das einzige letzte Ausländer kämpfen? Die Lederspannabteilung ist wichtig. Je schneller und genauer die Rinder heute gespannt werden, desto mehr und besser der Rohstoff. Mechanisieren ist unmöglich. 70 Klammern pro Haut, 40 heute pro Stunde Akkord, eine Hand- und Knochenarbeit. 16 Vietnamesen arbeiten hier. Die vier Besatzungen sind meist gemischt. Die Vietnamesen sind in Ordnung, kann man nicht anders sagen. Ja, sind sehr hilfsbereit und kameradschaftlich. Keine Probleme? Doch, eines. Die Vietnamesen verdienen mehr. Sie sind schneller. Sind schneller, das geben wir ja auch zu. Wir können uns doch nicht hinstellen lassen als faule Schweine. Das geht nicht. Verletzter deutscher Arbeitsstolz. Aber Feindschaft? Gottes Willen. Die machen ihr Zeug, wir machen unser Zeug. Da kommen wir auch hin. Angst müssen die Vietnamesen vor jemand anders haben. Thüringens Landesregierung will sie abschieben. Seit Monaten findet in Weida für Deutschland Ost wohl Unerhörtes statt. Ein Betrieb kämpft um seine Ausländer. Anträge, Bittschriften, eine volle Mappe, umsonst geschrieben, Erfurt bleibt hart. Ich finde die Entscheidung, dass unsere vietnamesischen Arbeitnehmer zum 31.01. ausreisen sollen, nicht für richtig. Sie sind ordentlich eingeordnet und für uns wertvolle, schwer ersetzbare Arbeitnehmer. In einer Werkswohnung am äußersten Stadtrand lebt Long Hua Bing mit Frau und zwei Kindern. 5 Jahre Deutschland, 5 Jahre ohne Not, jetzt kein Leben mehr, sie zählen die Tage. Bing, möchtet ihr noch lange hier bleiben? Na, ich möchte nicht nur länger, sondern für ewig hier in Deutschland bleiben. Habt ihr noch Hoffnung, dass ihr hier bleiben könnt? Naja, die Hoffnung ist sehr geringfügig. Nach dem Gespräch geht Bing wieder zur Schicht, an den Spannrahmen. Er darf das noch 47 Mal, falls die Regierung in Erfurt nicht doch noch ein Einsehen hat. Wer morgen eröffnet wird, entscheidet sich heute Nacht. Wie Wirtschaftsminister Jürgen Bohn den protestierenden Belegschaftsmitgliedern heute vor dem Thüringer Landtag sagte, sei ein Aufschub des Konkurses für 3 Monate möglich. Dazu müssten noch heute Nacht alle Gläubiger, unter anderem auch Treuhand und Arbeitnehmer, eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnen. Seit gestern halten die Lederwerke in Weida ihren Betrieb besetzt. Bei einem Zusammentreffen von Treuhand, Wirtschafts- und Finanzministerium in Berlin war man am Vortag zu keinem Ergebnis gekommen. Der Zeitaufschub von 3 Monaten soll nun genutzt werden, um ein neues Sanierungskonzept für die Lederwerke auf die Beine zu stellen. Die Landesregierung hat sich bereit erklärt, Bürgschaften in Höhe von 4,5 Millionen Mark zu übernehmen. Das Weidaer Unternehmen ist der letzte Lederverarbeiter mit Gerber. Heute gezählt. Am Montag nimmt zwar eine Nachfolgegesellschaft die Arbeit auf, aber nur ein Drittel der Belegschaft wird übernommen. Und trotzdem, es wird ein neuer Anfang versucht nach einem bitteren Ende. Es brennt am Fuße der Osterburg. Zum voraussichtlich letzten Mal zog heute Morgen eine Mahnwache vor das Werktor des größten Arbeitgebers am Ort. Seit September hielt die Belegschaft den Betrieb besetzt. Das Schlimmste konnte verhindert werden, doch 2 Drittel der bisher rund 200 Lederwerker sind ab Montag arbeitslos. Unsicherheit ist die Folge und Wut. Hier weiter hat man über 4000 Arbeitsplätze gehabt. Die haben jetzt nicht mal mehr 400. Und wenn dieser Betrieb tot ist, hat weiter noch eine Fremdenfirma hier, der Breckle, der Matratzen herstellt. Seit der Wende lief im Lederwerk schief, was schieflaufen konnte. Privatisierung im Dezember 92 an 4 brasilianische Investoren. Kurz darauf, die Brasilianer zahlen die 2. Kaufrate nicht. Vermittlungsversuche scheitern. Heimlich, ohne Information an den Betriebsrat, beantragt die Geschäftsführung das Konkursverfahren im Juni dieses Jahres. Anfang August wird das Sequester eingesetzt. Am 1. Oktober ist das Konkursverfahren eröffnet. Feierabend in Weida. Die Belegschaft lief Sturm. Vorwurf an den Sequester, er sei nur an der Schließung des Unternehmens interessiert, wolle schon die Maschinen verkaufen. Bis doch noch eine Teillösung auftauchte. Aus dem Stand gründete der ehemalige Treuhandchef von Gera, der sich inzwischen als Sanierer selbstständig gemacht hat, eine Auffanggesellschaft. Sie übernimmt einen Teil der Konkursmasse des alten Unternehmens. Rückendeckung kommt aus dem Wirtschaftsministerium. Eine Anschubfinanzierung, die die Gründung erst möglich machte. Zudem übernimmt das Land Bürgschaften und im nächsten Jahr sollen 12 Millionen Mark für eine dringend notwendige Kläranlage fließen. Am kommenden Montag nimmt die Weida Leder GmbH die Arbeit auf. Ziel? Wir wollen vor allen Dingen, dass wir für eine Belegschaft von anfangs 60 bis 70
dann steigen bis auf wahrscheinlich 180 Ende nächsten Jahres Arbeitsplätze erhalten. Und wir wollen natürlich, dass dieses gute Produkt, das hier hergestellt wird, tatsächlich auch erhalten wird, vermarktet wird und dass die Anlagen, die nun mal hier sind, auch tatsächlich genutzt werden. Frieden zieht aber noch nicht in Weida ein. Das zeigte heute eine Betriebsversammlung, für viele die letzte. Die Emotionen schlugen hoch, alte und neue Vorwürfe machten die Runde. Unsicherheit bei denen, die nicht zu den 60 bis 70 Leuten gehören, die am Montag wiederkommen können. Skepsis, ob der neue Chef Kosten und Absatz so weit in den Griff bekommt, dass Neueinstellungen auch wirklich werden. Nach 1866 versucht die Lederindustrie in Weida wieder einen Anfang. Bein. Noch auf. Erst sollte die Fabrik an einen Brasilianer verkauft werden, doch das Geschäft kam nie zustande. Dann wurde mit staatlicher Rückendeckung kräftig saniert. Zu kräftig, denn Ende Mai musste das Unternehmen wegen Überschuldung Gesamtvollstreckung beantragen. Nach Informationen der Hausbank scheint es zwar Übernahmeinteressenten zu geben, trotzdem fürchtet man in Weida das Endgültige aus. Für die Lederwerker geht es auf keine Kuhhaut mehr. Da haben sie über 10% Umsatzzuwachs im Vergleich zu 97. Da sind endlich zum Jahresende schwarze Zahlen zu erwarten. Ein Überbrückungsdarlehen aber zum weiteren Ankauf von Energie, Wasser und Material scheint die Firma nicht wert zu sein. Selbst wenn jetzt die Produktion eingestellt würde, könne Weida Leder durchaus noch privatisiert werden, heißt es bei der Thüringer Aufbaubank. Die will keine Überbrückung zahlen, obwohl sie das einmal in Aussicht gestellt haben soll. Das ist so nicht richtig, wie es dargestellt wird. Wir hatten zugesagt, eine Hilfe zu prüfen. Wir können diese Hilfe nicht gewähren, weil wir davon ausgehen, dass sie nicht zurückgezahlt werden kann. Weida hält dagegen. Die Auftragsbücher seien voll. Der Betrieb sei voll konkurrenzfähig. Denn allein 46 Millionen Mark aus Bundes-, Landes- und EU-Fonds wurden hier investiert. Es gäbe zum Beispiel keine computergestützte Fertigung und auch kein biologisches Abwassermanagement, wäre da nicht 1993 eine eindeutige politische Entscheidung pro Weida gewesen. Daran sollte heute der Ministerpräsident in Erfurt erinnert werden, doch der war außer Landes. Hoffnungsvolle Blicke der Weida richteten sich deshalb am Vormittag auf einen Termin im Thüringenhaus beim stellvertretenden Regierungschef Gerd Schuchardt. Weil es einfach darum geht, den Standort in Weida zu sichern, wo ca. fast 100 Arbeitsplätze dranhängen und dort muss produziert werden. Wir brauchten dort zur Produktion einen Massekredit in Höhe von 1,1 Millionen D-Mark. Ich muss Ihnen aber sagen, dass ich natürlich nicht den Geschäftsbereich der Landesregierung betreue, um den es in diesem Falle geht. Eine Situation, wie man sie kaum für möglich hält. Während die Betriebsräte, Gewerkschafter und der Weidaer Bürgermeister in Erfurt Hilfe suchen, ist in Ostthüringen gerade der Wirtschaftsminister unterwegs zu Betriebsbesuchen. Das scheint irgendwie auch Gerd Schuchardt verwundert zu haben. Er versprach noch heute Abend mit Bernhard Vogel über den Fall zu sprechen. Und noch ein Abendtermin wurde vereinbart. Ein Gespräch der Weida mit dem Wirtschaftsminister, sobald der wieder in Erfurt ist. Zur Stunde also noch kein Ende absehbar für Weida. Nur so viel ist klar. Ohne Entschuldung und ohne Übergangsdarlehen von gerade mal 1,1 Millionen Mark scheinen die 46 Millionen Investitionen in den Sand. Werker der Ostthüringer Stadt haben heute erneut auf die prekäre Situation ihres Unternehmens aufmerksam gemacht. Die Verhandlungen zur Bereitstellung eines Massedarlehens in Höhe von 1,2 Millionen Mark sind bislang ergebnislos geblieben. Die Beschäftigten erinnerten Politik und Banken daran, dass das Werk mit Steuermitteln modernisiert und konkurrenzfähig gemacht worden war. Nun dürfe es nicht einfach untergehen. Die Weida Leder GmbH befindet sich. Der einstige größte Arbeitgeber Weidas stellt heute mit 74 Beschäftigten und zwei Lehrlingen hochwertiges Leder für Möbel-, Auto- und Bekleidungsindustrie her. Eingearbeitet werden dabei nur Rindshäute schwerer Masseklassen. In modernen, großräumigen Eichenholzfässern werden die Häute geweicht und geäschert. Die nächsten Arbeitsschritte sind das Entfleischen, bei dem noch vorhandene Fleischreste abgetrennt werden, und das Spalten, bei dem die Haut über die gesamte Fläche geteilt wird. Nur der Narbenspalt wird zu hochwertigem Leder verarbeitet. Die Vorbereitung und die eigentliche Chromgerbung erfolgen wieder in großen Holzfässern. Nach der Gerbung sehen die Häute bläulich aus. Der Fachmann nennt sie jetzt Wet Blue.
Das Einfärben erfolgt in modernen Edelstahlfässern. Im letzten Veredelungsprozess, dem Zurichten, bekommt das Leder nun sein endgültiges Aussehen. Farbige Grundierungen und hauchdünne Lacke werden aufgetragen, um das Leder zu versiegeln und unempfindlich gegen Schmutz zu machen. Zwischendurch werden die Leder gebügelt oder geprägt und durch Walken wieder weich und geschmeidig gemacht. Nach dem Ausmessen wird Haut für Haut nun noch eine Qualitätsendkontrolle durchgeführt. Von Weida aus treten die hochwertigen Produkte ihre Reise in viele europäische Länder und teilweise auch in die USA an.